Dieser Mann ist ein Terrorist, zumindest haben ihn seine Gegner so genannt. Jens Best, Online-Aktivist aus Berlin und Verfechter einer digitalen Öffentlichkeit. Er will Lücken in Google Street View schließen. Die Hausfassaden derjenigen, die sich dem neuen Straßenfotoatlas verweigern, will er ins Netz stellen, gegen ihren Willen. Das ist nicht das Wohnzimmer, das ist nicht die Toilette, das ist nicht der Hintergarten, sondern es ist einfach die Häuserfassade und deswegen gibt es da nichts einzuwenden. Klar, wie in Deutschland üblich, gibt es auch diejenigen, die Mord und Zeter schreien und die einem auch Schläge androhen. In den USA, Frankreich und anderen Ländern ist Google Street View bereits Realität. Ende des Jahres soll es auch in Deutschland soweit sein. Doch hier regt sich erheblicher Widerstand. Hunderttausende wollen ihr Haus nicht online sehen, viele aus Angst um ihre Privatsphäre. Google hat jetzt ein Online-Formular ins Netz gestellt. Jeder, der will, soll sein Haus unkenntlich machen können. Zum Start funktionierte die Seite allerdings auf etlichen Rechnern gar nicht oder nur eingeschränkt. Zufall oder nicht, für Hans-Christian Ströbele jedenfalls ein Argument gegen Street View. Der Grünen-Politiker kritisiert Googles Datensammelleidenschaft. Das zeigt, wie man doch ausgeliefert ist, eigentlich dem guten Willen dieser Weltfirma. Und mein Vertrauen in die Verlässlichkeit von Zusagen solcher Firmen ist begrenzt. Ströbele fürchtet nicht nur wegen Street View mit mehr auf ihn zugeschnittener Werbung belästigt zu werden. Es gibt auch Böse, die vielleicht Schlimmeres wollen, als mit dieser Hausfassade werben. Die vielleicht was vorhaben. Ich habe da selber sehr negative Erfahrungen gemacht. Grünen-Politiker Ströbele gegen Netzaktivist Best. Unterschiedlicher könnten die Auffassungen über Street View kaum sein. Best hat mit einem Aufruf im Internet in kürzester Zeit rund 250 Gleichgesinnte mobilisiert. Die wollen jetzt quer durch Deutschland mit ihren Kameras gegen Street View-Verweigerer zu Felde ziehen. Deren Hausfassaden sollen dann auf einer eigenen Website, bei Google Maps oder Flickr veröffentlicht werden. Die Berührungsängste vieler Menschen sind der Netzgemeinde egal. Ich muss nicht jeden Wunsch eines Bürgers für die Öffentlichkeit, wenn er in der Öffentlichkeit was verbieten möchte, beachten. Also wenn jemand zu Hause sich giftige Spinnen hält oder ein Domina-Zimmer einrichtet, ist das seine Sache. Wenn ich in der Öffentlichkeit fotografiere, ist das meine Sache. Einen Vorgeschmack der begoogelten digitalen Öffentlichkeit zeigt Jens Best auf seinem Rechner. Es bleibt die Frage, wie viel Datenschutz muss sein, wie viel unbegründete Ängste schwingen mit. Die Debatte hat gerade erst begonnen. Die Politik jedenfalls tut sich schwer mit gesetzlichen Rahmenbedingungen im Internet. Nicht zum ersten Mal.